Hallo Leute, hier ist wieder Kairi von Futari TV. Schön, dass ihr heute wieder da seid. Es ist jetzt eine Weile her seit dem letzten Stream, aber jetzt bin ich wieder da, beziehungsweise wir sind wieder da. Wir waren kurz im Urlaub. Genau, und jetzt soll es aber wieder weitergehen mit den Streams. Ja, falls ihr hier irgendwas im Hintergrund rumrumoren hört, dann ist das der T-Bar. Und genau, ich werde heute wieder TFT spielen, so ein bisschen an die letzten Streams anschließen sozusagen. Hab jetzt mal für mich ein Ranked gespielt, auch vor kurzem. Bin da sogar Zweite geworden. Ja, und ich wollte mal gucken, ob wir das heute vielleicht auch nochmal machen. Das war ein bisschen Ranked spielen. Genau. Schauen wir mal, wie es so läuft. Upsi. So, und jetzt wie immer erstmal schauen, ob das hier so klappt mit der Screenaufnahme, wie ich mir das vorstelle. Wahrscheinlich seht ihr noch nichts, weil der immer zuerst den Client hier drin hat als Quelle. Aber ich hoffe, jetzt geht's. Wenn wieder irgendwas ist, soundtechnisch oder so, lasst es mich wissen. Ich warte gerade noch. Es ist immer noch schwarz. Ist auf jeden Fall gut. Ich liebe es. Jetzt müsste es gehen. Komm schon. Leute, mach mich nicht fertig hier. Ich weiß, es ist immer noch schwarz. Nee, es ist nicht mehr schwarz. Okay, puh. Oh no. So, okay, jetzt habe ich ein bisschen gepennt. Ja, also ich spiele natürlich erstmal ein normales Game zum Reinkommen. Ich mache jetzt nicht gleich Ranked. Ich dachte, also hoffe, das ist logisch. So. Oh. Es ist echt wahnsinnig warm. Wir hatten auch eigentlich einen Ventilator zu laufen, aber der war leider zu laut für die Aufnahme. Beziehungsweise, ja, der ist ja generell recht laut. Deswegen muss ich jetzt hier schwitzen vorm Rechner. Ich werde es überleben. Ich denke mal, egal wo ihr gerade seid, es wird bei euch auch sehr, sehr warm sein. So, was machen wir denn? Tja, ich habe jetzt nur die Poppy von den Star Guardians. Aber ist egal. Wir machen Step by Step. Gucken, was die anderen so picken. Ich hatte letztens auch eine ganz gute Runde mit dem Cybernetic-Bild, muss ich sagen. Mal gucken. Ui. Aha, da haben wir noch jemanden. Wie wär's denn? Ich bin überfordert, Leute. So, dann haben wir das schon mal. Eigentlich brauchen wir die Kate nicht, ne? Jetzt wo wir Zoe und Annie noch haben für den Damage. Haben wir jetzt auf jeden Fall den Sorcerer Buff. Ja, ich glaube nicht, dass ich den brauche. Erstmal horten. Erstmal gucken. So, Freunde, jetzt kann es eigentlich auch weitergehen. Come on.
Ui, die hatte ich schon auf Silber, die Zoe. Come on, ja. Ja, sie hat die Ult. Ah, come on. Yes, okay. Es war knapp. Es war knapp. Auch gute Items hier. Na bitte. Kauf. Tschö. So. Kauf die erstmal wieder. Sorry, Leute. So. Ich kriege gerade die Nachricht von Tiber, dass mein Ingame-Sound lauter kann. Dann werde ich das natürlich tun. So, Ingame-Sound ist lauter gestellt. Aber der Ingame-Sound ist generell sowieso nicht so laut. Ach, ich wollte ja Musik anmachen heute. Völlig vergessen. Vielleicht kann ich das mal nebenher noch machen. Wenn da so eine nächste Gegen-Monster-Runde hier ist. Cool, ey, wir kriegen hier schnell irgendwie gute Dinger rein. Ja, aber machen wir jetzt noch eine Runde so. Ist aber cool, wenn man hier alle Early schon so ein bisschen beisammen hat. Ja, okay. Noch läuft es. So. Wen haben wir hier alles? Achso, ja, ich bin als Letzte dran. Die Annie wäre ja nicht schlecht, ne? Dann hab ich die dreimal. Und das war's. Aber. Come on. Jetzt hol ich mir den Lucien für das Schwert. No, guys, no. Egal. Was soll ich sagen? Das lief ja mehr als suboptimal jetzt. Ich bin Zoe. Wie heißt du? You know what? Machen wir das doch einfach so. Dann kriegt sie hier. Ach so, ja, die Vi war das ja. Die kann erstmal. Ich. Hab ich jetzt zu früh gelevelt? Vielleicht. Who knows? Aber ich finde einfach, wenn man Nico hat, dann läuft es einfach immer gleich besser. Zumindest meistens. Meistens. Krass, die ist ja auch schon hier so equipped wie sonst was. Mann. Okay, ich bin aber nicht die Einzige, die noch keine Level 2 Einheit hat.
Aua. Die haben sich jetzt hier ganz schön abgearbeitet an dem einen, wa? Ja, okay. Jetzt. Jo. Nicht so wild. Geilo, die Soraka. Ich glaube, hier ganz schön viel Kohle auf jeden Fall schon raus. So, ich guck mal ganz kurz nach Musik. Ich lasse das erstmal alles so, wie es ist. Huch. Ah! Timo, hi, sorry, meine Chat-Verbindung war getrennt. Warum auch immer. What's going on? Och Mensch. So, jetzt funktioniert mein Chat wieder. Das hat mir jetzt hier gerade, das hat mich jetzt hier gerade verwirrt. I'm sorry, ich wollte dich nicht ignorieren auf jeden Fall. Ich wollte auf jeden Fall, ja, ich will immer noch Musik anmachen. Aber das war jetzt erstmal wichtiger. Ich habe noch keine Syndra, das ist irgendwie jetzt ein bisschen das Problem. Mir geht's super, der Urlaub war sehr schön, wenn auch kurz. Aber ja, war auf jeden Fall für ein bisschen Erholung gut. Wie geht's dir denn gerade? Haben wir uns ja jetzt auch schon länger nicht mehr gehört. Ach Mann, der Damage fehlt. Okay. Ja, bis auf die Hitze ganz gut. I feel you. Hier ist es natürlich auch sehr, sehr warm. Weißt du, auch wenn das jetzt vielleicht... Ach ja, diese hintere Reihe funktioniert ja nicht. Oh mein Gott, okay. Machen wir so. Ja, ich habe vorhin schon kurz gesagt, eigentlich haben wir auch einen Ventilator, aber das wäre einfach mal zu laut. Deswegen muss ich jetzt auch schwitzen. Ey, taste my sushi roll. Hello. Willkommen im Stream. Cool, dass du zuguckst auf jeden Fall. Ja, ich hoffe, der Ingame-Sound ist jetzt ein bisschen lauter, aber wie gesagt, ich wollte ja eigentlich sowieso Musik anmachen. Und dann hat mich die Technik hier schon wieder hängen lassen. Und meine Team-Comp lässt mich auch gerade ein bisschen hängen. Nicht verzagen. Es wird noch irgendwie. Ich brauche... Oder soll ich die mal austauschen? Nee, dann habe ich ja noch weniger Damage. Ich will meine Syndra haben. Alles klar. Bis dann. So. Sorry, die Zeit hätte ich jetzt nutzen können noch für die Musik, aber... Geht hier noch irgendwer auf Star Guardians, außer diese hier nur ein bisschen? Die haben alle immer auch so ein bisschen irgendwie in ihrem Team, ne? Ist euch das mal aufgefallen? Also so ein, zwei. Und dann fehlen mir die natürlich. Egal, ich halte fest an der Comp irgendwann. Passt alles zusammen und dann wird's cool. Also hoffentlich pickt mir keiner die Soraka weg, ansonsten würde ich gerne den Yasuo für die Träne haben. Wer? Come on, nein, sie ist so weit weg. Oh, ich hasse das, wenn die dann auf der anderen Seite sind von da, wo man selber ist, dann muss man quasi hier einmal durchrennen oder warten, bis hier irgendwer so eine Lücke gelassen hat.
schon ganz oft aus Versehen dann jemand Falsches gepickt. Das regt mich immer richtig auf. Ach man, ey. Timo Beste, direkt das Handy als Ersatz für den Stream rausgeholt. Okay. Ah ja, okay. Es läuft ein bisschen. Gut. Dann werde ich jetzt mal ganz kurz nach Musik schauen. Ich glaube, diese Compilation, die hatten wir schon mal. Aber die ist ganz geil. Hört ihr das? Ich hoffe. Ich spiele nachher noch ein Ranked. Ich spiele jetzt gerade meine erste Runde zum Einspielen. Ich wollte nicht zum Einspielen gleich ein Ranked spielen, hoffe, das leuchtet ein. Vor allem, weil ich jetzt eine Woche nicht gespielt habe oder so. Aber danach habe ich auf jeden Fall Bock. Ich habe bisher erst einen Ranked gemacht und ich wollte jetzt noch ein paar machen. Mal gucken, wie es so aussieht. Oh nice, dreimal gewonnen. Mein Glückwunsch. Ja, die letzten Games, wie gesagt, bei mir liefen eigentlich auch ganz gut. Oh, bin ich jetzt hier unterlevelt? Also schreibt mal nochmal rein, ob man die Musik hören kann, die ich angemacht habe, weil es bringt ja nichts, wenn nur ich die höre. Ihr sollt die ja auch hören. Weil wie gesagt, also die Sounds von TFT sind ja jetzt eh immer nicht so das Spannendste. Finde ich zumindest auch. Au, 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 au. Ja, es ist nicht der, der mich letztes Mal auch schon so krass fertig gemacht hat, der Typ. Supi, freut mich, wenn man die hört. Ich hoffe, es ist nicht zu laut. Ich hoffe, man hört mich jetzt auch noch gut. Darf nicht zu viel tanzen, sonst wird mir noch wärmer. Als ohnehin schon. Komm, ich pushe jetzt hier einmal das Level durch und dann... habe ich hier noch den... Tja, wo bleibt die Syndra? Hat mir die hier irgendwer schon weggesnackt? Items. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ach, da ist sie. Oh mein Gott. Finally. Ist immer schwierig. Wenn die hintere Reihe fehlt, ist auch schwer. So, komm, du kriegst hier noch schnell den hier rein. Und so. Vielleicht gibt es ja noch eine dritte Ahri, das wäre auch ganz nice. Aber fürs Erste freue ich mich über die Syndra. Wenn jetzt hier nicht gleich weggeballert wird. Yo. Krass, Leute. Okay, irgendwas funktioniert noch nicht. Aber daran soll es jetzt nicht liegen. Ich glaube, kann sein, dass meine Aufstellung irgendwie komisch ist. Ich glaube, meine Aufstellung ist komisch. Weiß nicht. Ja, wollte gerade sagen, ganz gute Idee jetzt vielleicht gewesen, noch mal ein bisschen zu rerollen hier. Ich bin mir noch nicht so sicher, ob ich jetzt hier noch irgendwas ändern soll. Come on.
Ja, oh, endlich mal wieder. Okay. Gut, gut. Ja, am PC ist schon noch mal besser als am Handy, ne? Yes. Cool, das ist schön. Ja, sorry, ich habe jetzt hier auch nichts Besseres da. Ich weiß halt noch nicht so richtig. Vielleicht tausche ich die Annie nachher oder dann sozusagen bald gegen den Victor wieder aus. Ich glaube, es ist eine bessere Entscheidung. Okay, der erste ist auch gerade mal Level 6. Okay, 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 okay. Na, immerhin. Bleibt man hier so ein bisschen aktuell im Mittelfeld? Ich hoffe ja, wir können uns noch vom Mittelfeld nach oben hocharbeiten. So, jetzt hätte ich natürlich gerne die Cassio. Oh nein, seht ihr, das meine ich. Oh Mann, warum bin ich so blöd? Ich wollte das... Wie kann man so unbeholfen sein? Egal, die Welt geht nicht unter davon, das ist nicht schlimm. Ah. Ich muss mal wieder ein bisschen Geldmanagement-Augen aufmachen hier. Damn, der hat hier auch Syndra, aber der ist bald raus. Nee, dich brauche ich nicht. Kriegt sie einfach 3. Ist auch okay. Nein, Nico! Was ist da los? Oh, schade. Zwischendurch dachte ich, es könnte noch klappen. Naja. Bringt mir das jetzt... Ich weiß halt nicht, ob sich das jetzt so groß lohnt, irgendwie auf die Annie weiterzugehen. Ich meine, gut, ich kann sie ja verkaufen, ne? So ist es nicht, aber... Ach, wisst ihr was, ich mache das jetzt hier einfach. Jetzt wie einfach genau das gleiche passiert. Nein! Also irgendwas mache ich doch falsch gerade. Irgendwas mache ich falsch. Ja, I know. Meine Syndra hat jetzt schon eine Träne wenigstens. Aber, also siehe, du uns... Von Tiba kommt erstmal gerade eine Privatnachricht. Mach einfach Master Yi mit Lane. Bester Pro-Gamer-Tipp, den ich bekommen habe heute.
Nee, die soll schon... Die soll schon hier hinten irgendwie bleiben, aber... Ja, Mann, Master Yi Mitte hat früher richtig krass abgenervt, ey. Good old times. Hab ich nie gespielt, weil ich nicht so der, bin nicht so der Typ für so Schwertkämpfer. Also entweder ich bin heute richtig schlecht oder die anderen sind einfach alle richtig gut. Das dürft ihr jetzt entscheiden. Hätte vielleicht doch noch irgendwen anders als Carrie mit drin lassen sollen am Anfang, ne? Irgendwie so die Zarya oder die Kate. Weil... Ach, come on, ich tausche den jetzt aus. Fuck you. Die müsste ja jetzt auch mehr... Ja. Mehr werde ich damit eh nicht machen, deswegen lasse ich die jetzt einfach hier so. Alter, was ist denn das? Was ist denn bei ihm falsch gelaufen? Oder besser gesagt, was ist bei ihm richtig gelaufen und bei mir falsch? 3 Gold Units, okay. Ist cool. Ich wollte sowieso nicht gewinnen. Das schmerzt. Wieso warte auf Kampf? Ich hab doch verloren. Ja, ist die erste Runde, genau, aber es ist halt das 7. Platz. Ich habe irgendwie keinen Bock, so ins Rank zu gehen. Versteht ihr, was ich sagen will? Oder sagen wir jetzt einfach Kack drauf? Ich weiß nicht. Was sagt ihr? Trotz schlechter erster Runde ranked? Oder lieber noch ein normales Game? Ja, siehst du, noch ein Normal, habe ich nämlich auch gedacht. Sollte ich vielleicht wirklich machen. Kann man sich noch mal so ein bisschen finden, festigen. Immer schön trinken, Leute. Vor allem bei dem Wetter. Ich trinke auch viel zu wenig. Ich habe auch, glaube ich, jetzt gerade gar nichts mehr hier rumstehen. Ja, ja, genau, der Blackscreen, weil, also in OBS ist es bei mir so, dass wenn ich in die Spiele auf, also du hast ja die Szene, meine Ingame-Szene, und wenn ich auf Spieleaufnahme reingehe, dann sind der Client ja und Ingame quasi sind zwei extra Sachen. Das heißt, ich müsste jedes Mal reingehen und extra den Client auswählen. Macht es Sinn, was ich gerade sage? Deswegen habe ich dann immer da den Blackscreen. Ich finde es auch irgendwie blöd. Liegt es vielleicht daran, dass ich den Client nicht im Fullscreen-Modus habe? Aber das stört mich tatsächlich auch. Ah, dass du dann dazwischen und her schalten kannst. Ja, okay, smart. Sollte ich mir vielleicht mal angucken. Weil es ist halt schon immer ein bisschen blöd, wenn du zwischendurch immer einen schwarzen Screen hast, gerade für Leute, die jetzt vielleicht neu reinkommen oder so. Ja. Okay, hast du für Client und für Ingame dann andere Szenen oder was, aber gleiches Setup? Okay, verstehe. Ja, wie gesagt... Also ich bin da noch nie drauf gekommen, also ich kenne mich auch nicht so mega gut aus mit OBS, muss man jetzt mal sagen. Vielleicht deswegen auch, aber ja. Guter Hinweis auf jeden Fall.
Man ist ja hier, um es besser zu machen. Ja, Overlay für einen Client ist natürlich dann auch schicki. Hast natürlich recht. Leute, irgendwessen Hamster tritt nicht schnell genug in sein Laufrad. Irgendwo hängt's. Ich glaube, bei dem Kumpel hier. Come on, you can do it. Kleiner Hamster. Ich weiß, wie das ist. Ich habe nämlich früher, oh, ich habe so lange in der Anfangsphase League einfach auf meinem MacBook gespielt. Und jetzt kommt noch ein Fun Fact: ohne Maus, sondern mit meinem Trackpad. Du hast aus dem Ei ein Schweinchen bekommen. Ein ich kann nicht mehr reden. Schweinchen. Meinst du? Nee, das ist ein Maulwurf. Wir reden doch jetzt immer noch von TFT, oder? Ja, seit ich meinen Silverwing habe, bin ich natürlich wunschlos glücklich. Hatte mir ja dann noch den Eventpass gekauft, weil ich so war, Alter, das Event ist einfach wie für mich gemacht, deswegen muss ich es einfach haben. Geilo. Ja, die Viecher sind schon einfach hart süß, muss man mal sagen. Aber dass der hier jetzt irgendwie hängt, finde ich jetzt irgendwie ein bisschen ungeil, muss ich ehrlich sagen. Vielleicht müssen wir ihn alle ein bisschen anfeuern. Ihm alle seine Energie und Arbeitsspeicher schicken, den wir verfügbar haben. Come on! Let's go! Ja, es gibt auch zu viele. Wow, okay. Es gibt schon zu viele. Aber ich meine, ich habe jetzt persönlich auch nicht den Anspruch, irgendwie alle zu sammeln oder sowas in der Richtung. Komm, fangen wir jetzt mal nicht mit Poppy an, sondern vielleicht einfach hier mit Xayah. Und ich bin leer ausgegangen. As always. Egal. Dann nehme ich doch Poppy. Leute. Ja, das Prinzip finde ich ganz cool, aber ich weiß nicht, was es einem bringt, wenn man jetzt ein Pad hat, was jetzt 2 Sterne hat. Also vielleicht bin ich da jetzt noch nicht tief genug drin, aber das sind so Sachen, damit kann man mich nur begrenzt ködern. Welches ist denn dein Lieblingspad, Timo? Ich bin Zoe. Wie heißt du? Ja, die sehen ein bisschen anders aus. Ja, aber das ist es mir nicht wert, irgendwie gegebenenfalls dafür Geld auszugeben, weißt du? So, diese Runde wird besser. Ich spüre es. So, tschüss und dann so. Ja, ich weiß, was du meinst. Ja, der Fuchs ist wirklich süß. Und der, ich weiß, ja, heißt der so? Wir haben jetzt gerade keinen davon hier im Game, ne? Der ist aber schon auch sehr sweet. Ich will sehen, wie der läuft. Ah! Cute. Aber meiner fliegt auch immer so süß los, wenn der von hier losspringt. Ja! So. Der Kraken ist echt cute. Aber ich will, dass der läuft. Ich will ihn laufen sehen.
Ich bin ja zum Beispiel, wie gesagt, auch kein nicht so krasser Fan von den Maulwürfen. Aber ich bin auch nicht so komplett, dass ich jetzt alle kenne, glaube ich. Deswegen. Come on. Ja, hau die Ult raus. Oh, Zarya ist manchmal echt OP, finde ich. Vor allem so am Anfang. Na bitte. Es ist, glaube ich, noch zu früh. Um großartige Items hier zu machen. Naja, ihr wisst ja, was ich sagen will. Ja, die Tangos sind auch witzig. Die sind auch cute. Ich weiß nicht, ich habe, glaube ich, auch noch irgendein. Ich habe sowas, das sieht aus wie so ein Hund. Oder so eine Katze. Ich weiß gerade nicht mehr, ob ich mich da richtig dran erinnere. Das ist auf jeden Fall auch ganz niedlich. Irgendwie, ich kriege hier die ganze Zeit schon meine Champs hier so gut rein, dass aber, wie gesagt, geldtechnisch irgendwie gar nicht so viel Zeit zum Sparen haben. Ist vielleicht ein bisschen blöd, wa? Nicht, dass ich dann hinten raus irgendwie zu wenig habe. Wir hatten letzte Runde auch gar keine Jenna. Nein. Ach so, lol. Obwohl sie tot war, sozusagen, ist ihre Ult die Kuh noch rausgekommen von Ahri. Aber egal, wie das jetzt läuft, das Game, ich glaube, ich mache danach einfach einen Ranked, weil es bringt ja dann auch nichts. Manchmal hat man ja dann doch mehr Glück, als man denkt. Was brauche ich, was brauche ich, was brauche ich? Brauche ich eher noch eine Träne oder brauche ich hier eher noch Chain Vest? Jetzt. Oder ich nehme den Rod. Das ist vielleicht auch ganz gut. Die Musik ist so entspannt, ey. Voll nice, dass so viel lizenzfreie Musik gibt, muss man mal sagen. Weil ich will ja hier keine Copyright-Probleme bekommen. Es wäre blöd. So, Schüssikowski, dich verkaufe ich. Wenn wir schon kostenlos rerollen können. Gönne ich mir jetzt hier einfach noch. Oder warte ich jetzt noch? Ich weiß gerade gar nicht. Okay. Er ist schon Level 5. Aber geht ja erstmal so. Sorry, ich bin gerade ein bisschen ruhig, weil ich gerade am Überlegen bin, was ich mache.
haue ich jetzt hier. Komm, einfach erstmal um zu überbrücken. Einfach um zu überbrücken. Weil ich habe das Gefühl, ich komme nicht hin sonst. Na bitte. Na, come on, come on. Yes! Oh, knapp. Ja, also ich spiele vor allem, jetzt hier bei TFT vor allem am liebsten gerade die Star Guardians. Und sonst beim Spielen spiele ich tatsächlich auch lieber Magier. Hast du mich ertappt. Ja, mega knapp, ey, holy fuck. Ich dachte gerade auch so, bitte lass mich noch einmal wenigstens jetzt gewinnen. Ja, ich war noch nie so der krasse... Also bis jetzt auf, was so Overwatch angeht, spiele ich eigentlich nie Tanks oder Schwertkämpfer oder sowas in der Richtung. Ich brauche das immer, dass ich so ein bisschen Distanz habe. Fühle ich mich sicherer. Der hier kann auch weg. Wie kriege ich jetzt den Nico hier rein? Noch ein bisschen warten, oder? Wenn ich sie jetzt hier einen rausnehme. Dann verliere ich ja den Buff und das wäre schade. Aber ich sag ja, ich habe ganz schön wenig Kohle jetzt, so finde ich. Aber ich bin froh, dass ich jetzt schon früher die Syndra bekommen habe. Das macht sich meistens echt bemerkbar. Nein, come on! Tut mir leid, kleiner Kraken. Ja, die sind jetzt alle erst auf Stufe 5. Na, dann lasse ich das jetzt erstmal so. Geht's ja. Ich halte mich wacker. Aber ich sag euch, bald kommt der Punkt. Da wird's wieder anstrengend. Uiuiuiuiui, das Tempo. Komm schon, ja, mach sie platt. Thanks. Los, Holdio! Ja! Oh nein! Schade. Kam das alles etwas zu spät. Ich will meinen Nico jetzt aber im Bild haben. Es tut mir leid. Syndra kriegt die Träne. Und das hier auch. Langsam mal ein bisschen anfangen hier. Die Items zu vergeben. Bin ich jetzt mal gespannt. Es wird jetzt wahrscheinlich trotzdem erstmal noch nicht so perfekt funktionieren. Alter, wie sie wegkloppt. Na, das kann ja dauern. Gebt alles, Mädels. Wir können das schaffen. Schneckenduell.
Okay, ich bin als zweites dran. Gib mir die Soraka. Diesmal habe ich darauf geachtet, dass ich auch die richtige nehme. Hier, rasiere euch alle. Alle in Caps Lock. Sehr schön. Aber, nee, Stufe Level pushen ist jetzt zu viel des Guten. Komm, aber wäre geil für den Star-Guardian-Buff. Hoppla, da ist wohl jemand disconnected oder so. Na gut. Blackstalker, welche Combo spielst du denn am liebsten bei TFT eigentlich aktuell? Gibt's da was? Fulkrone und Darkstar mit Space Spirit. Darkstar finde ich auch geil, das könnte ich auch mal wieder machen. Das habe ich am Anfang gerne gemacht. Ja, und Krone läuft auch oft ziemlich gut, finde ich. Holla die Waldfee. Hey. Das gibt mir zu denken. Ich bin jetzt doch hier wieder irgendwie abgerutscht. Aber so groß sind die Abstände hier irgendwie auch gefühlt noch nicht. Ja. Ach, aber anders funktioniert es hier, glaube ich, nicht. Wie gesagt, Geldmanagement diese Runde ist. So, ich hoffe auf ein paar gute Items dieses Mal. Und da kommen auch schon ein paar. Ja, das Geld hatte ich, fand ich auch ganz nice. So, können wir das hier nämlich austauschen. Kann ich die eigentlich verkaufen? So, dann bin ich jetzt mal gespannt. Zweiter Beschützer wäre vielleicht auch gar nicht so bad. Habe ich jetzt irgendwie nicht drauf geachtet. Manchmal komme ich nicht hinterher, wenn es so schnell geht. Schade. Ich weiß nicht, was jetzt anders ist irgendwie. Jetzt spiele ich meistens ähnlich und es klappt. Vielleicht sollte ich auch einfach mal noch einen anderen Bild probieren. Vielleicht auch wirklich mal was anderes machen.
Ah nein, es bringt meine Ordnung durcheinander. So. Ich weiß, ich habe nicht so viel Geld, aber ich brauche dir jetzt halt nicht die Updates. Weil sonst wird es hier wieder knappig. Krass, da ist auch schon jemand Stufe 8. Uiuiui. Ich habe auch echt zu viel oder zu wenig gewonnen jetzt, um großartig Bonus hier zu kriegen. Come on. Das muss doch möglich sein, please! Oh, verdammt! Oh Mann, ey. Schade. Aber egal. Ich erinnere mich noch an die Runden, wo ich nur noch so 10 Punkte hatte oder so. Und dann trotzdem gewonnen habe. Oder fast gewonnen habe. Den Victor will ich auf jeden Fall behalten. Das heißt, wenn ich da jetzt noch eine Träne drauf mache, dann könnte der ja auch zu einem Star-Guardian werden. Ja, Master Yi ist immer ein Dreckschamp. Ob in LOL, normal oder hier TFT, es geht mir einfach richtig auf die Nerven. Ja, hier sind jetzt viele knappe Dinger dabei, aber die irgendwie nicht zu meiner Gunst ausgehen. Das gefällt mir nicht. Yo, nee, ist jetzt nicht ihr Ernst. Manu. Vielleicht stelle ich einfach nochmal um, aber ich weiß nicht wie. Guck mal, statt dass ich mir die Soraka hole, hole ich mir jetzt einfach die Träne, oder? Nee, ich brauche den GA für... Ach, ich kann die ja gar nicht verkaufen. Oder mache ich das einfach trotzdem? Verkaufe ich die und gebe der Nico dann das BF-Schwert? Fragen über Fragen. Weil ich glaube, von den anderen hat ja sowieso keiner Soraka. Was ich mache das jetzt, weil sonst ist es hier so ein Krampf, ey. Ich versuche nebenher noch ein bisschen zu leveln, aber es ist echt mit meiner Geldnot gerade nicht so gut. Come on. Oh, was für ein gutes Gefühl, endlich mal wieder gewonnen zu haben. Vielleicht wird es ja jetzt langsam. Und danach kann ich auch endlich ins Rank gehen. Ich habe richtig Bock eigentlich. Ich traue mich gar nicht, hier noch mehr zu machen, ey. Ich bin nervös.
Na, jetzt ist wieder Master Yi übrig. Du kannst mich mal, Master Yi. Mir reicht's mit dir. Das ist heute echt mein Untergang. So, ich bin echt gerade ein bisschen konzentriert. Na, yes, immerhin. So, du kriegst es hier auch nochmal. Huch, was passiert? Nein, das wollte ich nicht. Ich will meinen Jenner haben. Nein, Schako. Lass mich in Ruhe. Nein. Oh Mann. Gefühlt ist es immer knapp. Aber es ist auch doof, wenn es immer knapp ist. Also es muss ja irgendwann dann auch mal gehen. Okay, viel Spaß bei TFT, Timo. Und danke, dass du mich weiterhin offen hast. Du wirst ja dann anhand meiner Reaktion hören, ob ich gewinne oder nicht. Ich wünsche dir auf jeden Fall mehr Erfolg als mir gerade. Die Competition ist heiß. Ach. Finally ist der Jenner-Pick hier da, ey. Den Platz hier auf der Bank mal machen. Ich habe so wenig Geld, ey. Oh, yes. Oh, mit der Journal läuft es meistens echt besser. Oh, ich hoffe, ich kann das jetzt ein bisschen aufrechterhalten. Der Abstand zum ersten ist ja groß. Der Rest geht. Ja, ich bin dran. Ein Hallo an den stillen zweiten Zuschauer. Level 9 schaffe ich safe nicht mehr.
Mein Geldmanagement ist echt nicht so bombenmäßig gewesen. Ich will jetzt auch nicht zu viel rerollen, muss ich sagen. So, wer ist er hier? Na bitte. Zwei Wins immerhin schon mal. Aber er hier ist auf jeden Fall harte Konkurrenz. Verkaufe ich die wieder? Ja. Die letzte Zoe wäre geil. Ich will auch mal wieder eine Gold-Unit haben. Ja. Master Yi, du kannst mich mal. Yes. So, langsam, langsam, hoffe ich, wird's. Vielleicht schaffe ich es ja noch in die Top 3. Ich habe jetzt noch 30 Lebenspunkte. Drei Poppies werde ich wahrscheinlich eh nicht mehr kriegen. Eieiei, es ist knapp. Please geben Sie mir die guten Items. Mal gucken, was da hinten ist. Geld. Da kriegt man von dem nur Geld? Ich weiß es gar nicht. Nein, man kriegt nicht nur Geld. Man kriegt auch. Hat denn hier noch kein Item? Tja, was mache ich jetzt? Oder soll ich diese nicht? Oh. Manchmal bin ich echt mit der Entscheidungsvielfalt überfordert, die mir TFT bietet. Please. Yes. Oh mein Gott. Ja. Endlich, 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 endlich läuft es ein bisschen besser. So, so habe ich auch mehr, noch mehr Bock ans Rank zu gehen. Yes! Da ist die goldene Zoe. Jetzt habe ich auch endlich wieder ein bisschen mehr Platz hier. Auf meiner Bank. Yes.
Oh. 5. Win jetzt in Folge. Es geht langsam ein bisschen wieder bergauf. Ach. So. Krass. Eieie, jetzt sind nur noch wir beide da. Holy fucking shit. Und ich hab so gut wie kein Geld mehr. Ich glaube, auf mehr schaffe ich es hier bei der sowieso nicht. Okay. Erstmal gucken. Einen kann ich ja noch verlieren, dann sehe ich ja, wen ich jetzt hier noch alles verkaufen kann. Ich brauche Kohle. Da ist er wieder, rasiert euch alle. Mal gucken, wahrscheinlich wird er mich auch rasieren. Okay, seinem Namen auf jeden Fall alle Ehre gemacht. Ich weiß nicht. Ich glaube nicht, dass ich das gewinnen kann. Hat er sie nicht geupdatet? Oh, egal. Gefühlt war das noch nicht immer so. Weil ich hatte doch schon quasi die richtigen Units. Warum? Naja. GG. Zweiter Platz finde ich auch in Ordnung. So, jetzt müsst ihr kurz nochmal den Blackscreen ertragen. Nein, 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 hier. So. Und dann gehe ich jetzt ins Ranked. Play. Rangliste. Jetzt wird's spannend, Freunde. So. Ja, mit dem zweiten Platz bin ich auf jeden Fall zufrieden. Danke. Ebenfalls viel Glück und Erfolg. Und jetzt als nächstes hole ich mir erstmal was zu trinken. Ich habe mega Durst. So, geh jetzt hier rein in den Loading Screen. Ne? Gerade hängt's. So, dann mache ich hier kurz den Pause-Screen an. Bis gleich!
höre mich jetzt wieder. Ja, ne? Ich glaube, ich war gemutet. Haha. So, Fenster ist jetzt auf. Sorry, manchmal bin ich ein bisschen verpeilt und vergesse ich sowas. Ich hoffe jedenfalls, die Hintergrundgeräusche werden nicht zu laut sein. Jetzt spielen ja auch mega viele Leute so, also zumindest viele YouTuber, die ich auch gucke oder Streamer, Fall Guys. Weiß nicht, ob ihr das schon mal gespielt habt vielleicht. Ich finde, es sieht mega witzig aus. Da habe ich ja auch noch Bock drauf, muss ich sagen. Mag ja so ein bisschen sowas, was so Minispiel anmutend ist, was sich nicht zu ernst nimmt und so. Das ist ja immer mein Ding. Aber ich weiß, ich kann das immer nicht einschätzen, ob das schwer ist oder nicht. Weil ganz viele, also verkacken ja dann auch immer gut, weil die Level ja dann natürlich auch manchmal ein bisschen schwierig sind. Aber dann ist man immer so, hey, liegt es jetzt an denen oder liegt es jetzt am Level? Weil so persönlich habe ich oder haben wir, Tiba und ich, auch noch nicht so viele Streams gesehen, wo jemand jetzt wirklich krass mal was abgeräumt hätte. Und es gibt ja auch immer noch recht viele so Serverfehler gefühlt, dass die Spiele einfach abbrechen. Ist natürlich schade. Aber mal gucken, ob sich das in Zukunft noch ändern wird. Holala. Da hat sich das Level mehr bemerkbar gemacht. So. Schön hier aufmerksam nochmal. Wenigstens waren die jetzt hier nicht mit in seinem Schutzschild-Dingsbums drin. Bumm. Kohle! Nice. So. Stufe 5. Ich spiele mal ein bisschen rum jetzt hier mit ihrem Placement. Mal gucken, ob es das bringt. Die Poppy umgehauen. Yes, ja, komm on. So ist gut. Rank muss ich jetzt gut aufpassen. Okay. Ah, sehr gut. Bisher läuft es auf jeden Fall, wie ich es mir vorgestellt habe. Bisher läuft es so. Kurz vergessen, dass ich jetzt im Ranked bin und dann ist mir wieder eingefallen, war so, oh Gott, bloß nichts falsch machen. Zu viel letzte Runde.
Ich hätte die beiden passenden Items, aber sie hat hier schon was. Das heißt, ich muss noch ein bisschen warten, bis ich irgendwas anderes finde, was ich hier noch equippen kann. Ja, mit der Xayah lief es ja eigentlich ganz okay. Deswegen habe ich mir die jetzt auch nochmal hier drin belassen. Ach fuck, die Kate hat auch GA. Okay, okay. Wie war das? Die ersten vier kriegen Punkte bei TFT im Ranked? Ich will immer schon rerollen. Nicht so eilig sein hier. Komm, dann mache ich es doch mal so. Das hat mir doch hier jetzt sowieso keinen bestimmten Buff gebracht, ne? Nö. Ja, gib mir das Geld. Krass. Der hat ja auch schon gut viel, aber... Ah, das ist ja auch... Ja. Hm. So, Stufe 6, Stufe 5. Hier ist natürlich das extra Geld von den Wins schon geil, ne? Fürs Leveln auch. So, ich will irgendein Item, was ich der Nico noch geben kann, damit ich endlich mein GA hier fertig kriege bei ihr. Die Träne, okay, ist natürlich für Syndra reserviert. Die können wir nicht einfach so rauskloppen. Ari Stufe 2 ist auch nice. Komm, wir machen das so. So. Und so. Ich habe gerade schon gelevelt, ne? Würde mir jetzt eh nicht so mega viel bringen, der nächste Level up. Wo ist er? Ah, unter mir, okay. Das ist seine Kohle, oder? Nee, das ist meine. Soll mir recht sein. Hui. Mal alles schön sortiert lassen hier. Ja, gut, dann kann ich ja hier sie eigentlich wieder reinpacken. Nützt mir jetzt nicht mega viel, aber sobald ich irgendwen anders kriege, bis dahin ist das ein ganz guter Platzhalter, finde ich. Leveltechnisch auf jeden Fall. Oh, erstmal wieder hier gucken. Komm, den kriegt er auch noch. Ja, na bitte.
Knapp, aber hat geklappt. Das ist das Wichtigste. Ups. Hoppala. So, jetzt habe ich schon rerollt. Das war doof, aber... Ich guck mal, wie das so läuft. Mit dem Rakan statt der Saya. Und da würde ich mich natürlich sehr als nächstes über die Syndra freuen. Ja. Egal. Wenn es so bleibt, Top 3 technisch, dann bin ich auf jeden Fall zufrieden. Soraka oder Viktor wären cool. Ach, na, sie juckt. Okay. Hat jeder jetzt das bekommen, was er wollte? Und ich habe quasi doppelt bekommen, was ich wollte. Oh, einer ist schon raus. Ist der erste? Nee, ich wollte gerade sagen, der ist wieder da. Sorry, bin ein bisschen langsam. Habe ich zu viel gelevelt? Möglich. Ist jetzt der Zweitplatzierte. Komm, Nico. Hau raus. Na komm schon. Ja. Ah, sehr gut. Das ist doch mal ein Wort. Wow, und jetzt bin ich Zweite. Das gefällt mir natürlich auch. Ich darf jetzt wieder nicht zu viel Geld ausgeben, aber Step by Step, dann kann ich auch bald die Soraka mit reintun. Die sind jetzt alle erst Stufe 6, ja gut. Hm. Egal. No, was passiert da? Na, da tut doch nichts. Ich weiß das. Ja, es liegt hier alles sehr knapp beieinander, ne? Da kann sich immer noch viel tun. Items, wie immer. Hui.
Tja. Poppy hat jetzt noch gar nichts, aber... Ich habe, glaube ich, es wird wieder eine Runde, wo ich nicht genügend AP-Items habe. Ich überlege einfach, ob ich der Ari dann das AD-Zeug gebe. Na hoppla. Der ist ja ganz unten. Hä? Warum bist du so gut? Warum bin ich jetzt so weit hinten? Ey, das ist eine Achterbahn der Gefühle heute hier, dieses Spiel. Die kann weg. Vielleicht nehme ich die Soraka erstmal noch mit raus. Nee, aber dann gibt mir das hier flöten. Das muss nicht sein. Ach, komm schon. Warum? Ja, okay. Oh. Gucke mal nur ganz gespannt zu und bin so, oh, hoffentlich klappt's. Ja, ich mach das jetzt einfach. Scheiß drauf. Ja, könnte klappen. Das ist also der Erstplatzierte. Hoppala, ja. Dem habe ich ja echt kaum Damage gemacht. Alter. Das tut weh. Das tut weh. Vorletzte. Please, geben Sie mir die Jenna. Oh. Es ist schon soweit, ey. Und ich höre gerade, die Musik ist vorbei. So. Final Countdown. Fuck, ich darf nicht wieder mein Geld verschwenden. Stört mich auch ein bisschen, dass die Nico noch nicht auf Level 2 hat. Oh. Shit. Irgendwas funktioniert nicht. So wie es soll.
Ja, okay. Das hat's gebracht. Das war auf jeden Fall gut. Bisschen hat sich's gelohnt, aber wenn er jetzt direkt hier weggesnackt wird, der Viktor, ich natürlich auch nur die Hälfte gewonnen. Nein! Oh. Wie kann das denn immer so knapp sein, ey? Ich werd nicht mehr. Ich will den Nico echt nicht rausnehmen, ne? Aber ich habe irgendwie das Gefühl, die ist zu schwach so. Stufe 1. Aber gefühlt muss ich es ja auch riskieren. Weil sonst bin ich jetzt hier gleich weg vom Fenster. Also ist jetzt risky. Weiß ich selber. Aber ja, wie gesagt, es klappt halt nicht. Dann muss man irgendwas ändern. Aber anscheinend nicht das. Ah. Oder ich suche mir nächstes Mal einfach echt nochmal was anderes aus. Ja, endlich. Okay. Okay, okay, okay. Nee, das wollte ich nicht. Ich weiß nicht, ob mir Dexterat was bringt. Oh. Alter, es ist immer so. Warum muss es immer erst am Ende ein bisschen besser klappen. Oh, ich denke, ich muss hier alles raushauen, was ich habe. Alles versuchen, was geht. Oder hätte ich die Soraka nehmen sollen? Ich weiß es nicht. Ja. Bitter. Bitter. Egal. Boah, achter Platz. Uff, it hurts. It hurts. Naja, weiter geht's. Weiter geht's. Ja, ich weiß. Egal. Ich weiß auch nicht, woran es lag. Vielleicht war ich zu unflexibel. Ich habe einfach mein Ding durchgezogen und hätte ein bisschen mehr gucken müssen, was die anderen so gemacht haben. Aber
So ist das Leben. Und jetzt gibt's die nächste Runde. Muss mal zeittechnisch gucken, wie viel ich noch schaffe, weil kann sein, dass es jetzt hier die letzte Runde ist. Hab halt noch ein bisschen was zu erledigen. Uhu. Aber ich werde auf jeden Fall am Samstag wieder streamen. Ah, Glückwunsch, Timo. Ja, ist doch egal, ob normal oder ranked. Aber zweiter Platz ist doch auf jeden Fall nice. Schon alleine fürs Gefühl. So. Switchen wir rüber. Wie gesagt, nicht vergessen zu trinken. Trinkt mal alle einen Schluck. Ist viel zu warm. Ich hier wieder die einzige ohne Rahmen. Der kommt noch, hoffentlich. Irgendwann. Oh, der hier ist ja auch mega süß. Oh, ich will es. Ah! Wer bist du? Ja. Hm, zweimal. Meinst du im Game? Nee, ich sehe deine Nachricht nur einmal. Oh, Eistee ist auch geil. Oh, hätte ich mir mal vorhin welchen kaufen sollen. Vielleicht gehe ich nochmal los. Ja, Eistee ist das Beste. Aber jetzt Gewissensfrage. Eistee Pfirsich oder Eistee Zitrone? Das ist gar nicht so unwichtig. So, beim Handy? Nee, aber hier stehen sie nur einmal, deine Nachrichten. Ich bin Zoe. Wie heißt du? Zitrone. Ich sehe, wir verstehen uns. Das ist Tatsache auch mein Favorite. Pfirsich ist auch geil, also generell Pfirsich so als Geschmacksrichtung, aber bei Eistee trinke ich auch lieber Zitrone. So, hoffentlich war das jetzt nicht dumm von mir. Waldfrucht auch nice. Ich habe neulich was, oh, wo war das denn? Das ist so ein Eistee, das ist so mit so Rosmarin. Oh, der war so geil, ne? Das hat richtig gut geschmeckt. Ja, auch so Waldfrucht und so Rosmarin. Das fand ich ziemlich fett. Okay, wenn du Rosmarin nicht verträgst, dann fällt das natürlich raus für dich. Schade, schmeckt so gut. So eine geile Ofenkartoffel mit Rosmarin. Aber gut. Wenn man es nicht verträgt, dann schmeckt es einem ja auch oft nicht, oder? Weil man es ja auch nie wirklich isst. Dich brauche ich bestimmt nicht mehr. Mach hier ein bisschen Patchwork. Krass! Magenschmerzen von Rosmarin. Das habe ich ja noch nie gehört. Aber gut. Es gibt nichts, was es nicht gibt, wa? Oh, er mit seinem geilen Avatar hier. Der funkelt hier so schön. Ja, das kann sich ja nur noch um Stunden handeln. Mann ey, mach doch mal auf den hier, ja. Na bitte.
I'm sorry, du bist so süß. Aber es musste sein. Was mache ich, was mache ich? Gar nichts. Ja, dieses Mal ein bisschen mehr aufs Geldmanagement achten, bevor ich hier wieder am Ende dastehe ohne alles. Letztes Mal lief es ja auch ganz gut, da war ich am Anfang auch ein bisschen weiter vorne und dann am Ende ging es auch sehr schnell bergab. Das möchte ich vermeiden, bitte. Das ist das, was ich meinte, wo ich die KI nicht verstehe. So, die Zoe kämpft gegen den Nocturne, macht ihre Ult, aber auf die Ahri hinten. Ja, die Annie wäre vielleicht besser gewesen als der Leona-Pick. Naja. Ah, Stufe 3. Der ist so geil, ich will den. Also, okay, du hast mich überzeugt, wenn die auf Stufe 3 so geil aussehen, die Viecher, dann will ich das auch. Ach, komm doch! Hör doch auf! Aber gut, Statics am Anfang ist natürlich auch ganz gut, ne? Die Sünder. Na, wie gut. Wie gut, dass ich so weit hinten bin. Ja, pushe ich das jetzt durch mit den Star Guardians? Wird sich zeigen. Das ist das Blöde, dass das erst immer am Ende am besten funktioniert. Und dann ist man halt, wie gesagt, schon so weit runter. Aber egal. Mal gucken. Yeah. Also. So rum. Und so. Das ist jetzt hier natürlich auch strange, aber gut. Obwohl, die brauche ich ja jetzt gar nicht mehr, oder? Weiß ich nicht. Lass ich jetzt vielleicht einfach so. Was? Ah, okay, I get it. Ich save mir mal hier lieber noch irgendwas anderes. Just in case sozusagen. Ich hätte ja nicht gedacht, dass ich hier heute so struggle. Fertig, was ist denn da los? Oh, dieser Autofokus geht mir gerade ein bisschen auf die Nerven. Ah, das hat doch jetzt wirklich gar keinen Sinn gemacht, oder?
Nee, alles gut. Musste mal kurz raus und jetzt aber das wieder cool. Ja, ich habe verloren deswegen. Obwohl, nee, ich hätte deswegen wahrscheinlich hätte auch so verloren. Egal. Gibt so nun solche Tage. Hm. Aber dachte, kann ich ja ein bisschen geil abliefern, wenn ich mal meinen Rank streame. Noch eine Träne. Perfekt. Es gibt nur Falten. Falten will ich nicht, von daher werde ich mir deinen Rat mal beherzigen. Ich mache jetzt einfach hier mal so. Mir ist gerade jedes Mittel recht. Nein! Ich bin aufgeflogen. Der Strahl sieht immer so episch aus, als würde es einem so 1000 Lebenspunkte abziehen. Ein Zaubermeister wäre noch schnieke. Ja, eine Ari zum Beispiel. By the way, wenn ihr wisst, was ich falsch mache, dann schreibt das ruhig, ne? Ich habe das Gefühl, ich übersehe irgendwas Wichtiges. Ach, das war deren Nico. Ja, okay, come on. Ja, die wählen so ganz unequipped, das ist vielleicht... Ah, ja. Wenn ich sie verkaufe, kriege ich sie ja eh wieder. Hier auch Star Guardians. Ist es eventuell an der Zeit, etwas zu ändern? Who knows? Was mache ich überhaupt? Ich weiß nicht. Das überfordert mich jetzt. Ich glaube, ich muss safe umswitchen. Wenn ich nicht hier schon wieder kläglichst verrecken will. Oder ich mache so halb-halb. Ich behalte mir sowas wie die Syndra und die Nico. Und packt dann die Front, macht dann die Frontline ein bisschen anders. Alter, was hat er denn schon für heftige Champs hier drin? Was könnte denn gut funktionieren? Ja, guck mal, wo ich vorhin drüber geredet habe. Jetzt kam hier gerade die Benachrichtigung rein, dass die Crunchy Cupcake auch Fall Guys streamt. Das ist gerade ja echt der Renner. Werde ich nachher bestimmt auch nochmal reinschauen. Okay, Silber so ist auf jeden Fall schon mal gut. Der hier ist ja Astro. Astro. Solange ich noch nichts mich umentschieden habe,
war das für mich? Nee. Immer voll peinlich, wenn man da hinrennt. Das ist gar nicht für einen. Oh mein Gott. Wen kann ich gut austauschen? Ich glaube, die Poppy tausche ich dann gegen den Gnar, aber dann muss ich den auch nicht sammeln. Erstmal gucken. Oder tausche ich die Wellen gegen den Rakan? Da hat die ja ganz gut Schaden gemacht auch. Okay, wenigstens den GA kriegen wir jetzt hier fertig. Ich weiß nicht, ob sich jetzt überhaupt lohnt, die Soraka zu kaufen, um ehrlich zu sein. Egal, ich mache jetzt erstmal einfach. Okay, die gegnerische Soraka, Syndra ist schon mal weg. Come on. Schade. Ich dachte, das ist vielleicht so ein bisschen der Wendepunkt hier. Ich weiß nicht so richtig, was er als zweite Kombo machen soll. Sie ist jetzt hier Scharfschützin. Vielleicht nehme ich noch den Jin mit rein. Es ist jetzt alles komplett kreuz und quer, ich weiß, aber... Alter, der erste hat noch kein einziges Mal verloren. Willst du mich komplett vereiern, ey? Das kann ja wohl nie wahr sein. Dass ich keine klare Linie habe. Vielleicht sollte ich versuchen, einfach mir jetzt so viele Buffs wie möglich hier abzuholen. Keine Ahnung. Und statt. Das wird es mir nicht bringen, aber das wäre jetzt hier noch eine weitere. Zauberin. Vielleicht bringt mir das jetzt wenigstens was.
Wow, was passiert? Zu viel. Rip, 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 rip. Tschüss. Hoppala. So, ich glaube, ich muss nochmal alles verkaufen. Auch wenn ich jetzt mit den neuen restlichen Punkten echt nicht so mega viel reißen kann, aber... Ich habe echt keine Ahnung, was ich machen soll. Wenn ich noch irgendwie ein Cybernetic reinkriege, dann... Jetzt hier alles kaputt. Ich weiß es nicht, es ist sowieso egal. Es ist die letzte Runde für mich. Ja, die Syndra war auf jeden Fall Solo-Carry. Okay, bye. Ja. Was mache ich denn jetzt? Eigentlich will ich noch eine Runde spielen. Damit ich wenigstens hier noch einmal... Leute, also... Ein Rank gewonnen und nie wieder irgendwas... Wisst ihr was? Eins mache ich jetzt noch. Und das ist jetzt das letzte. Achso, ja, ihr habt wieder den schwarzen Screen drin. Egal, so. Das eine noch. Ja? Vielleicht kann ich da wenigstens noch was reißen. Oh, Leute, ey, mir ist echt warm. Gibt es nicht so leise Ventilatoren, die nicht so nerven im Stream? Vielleicht sollte ich mir einfach einen kalten Lappen in den Nacken legen. Ich glaube, ich mache jetzt mal was anderes. Der liebe Blackstalker hat ja gesagt, er spielt gerne Darkstar. Vielleicht sollte ich es auch mal probieren. Achso, ja, wir sind ja jetzt wieder in-game. Nee, falsch. So. Bisschen hier Zeichensprache mit Tiba. Okay, okay. Erstmal so anfangen. Gucken, was sich so ergibt.
Darkstar oder Krone. Oder kosmisch? Ich hol mir den mal. Achso, ja, jetzt habe ich sie so hingestellt, aber egal. Jetzt wird's interessant. Ich finde generell, wenn man mal sowas komplett anderes ausprobiert, was man so vorher noch nicht gemacht hat, ist immer spannend. Ja, guck mal, der geht safe auch auf Star Guardians. Schon gut, dass ich das nicht gemacht habe. Jetzt vielleicht so eine Mischung aus Cosmic und Cybernetic. Ich würde eigentlich Darkstar machen, ne? Aber da habe ich jetzt noch gar nicht so viel. Gucken wir mal, was so noch zusammenkommt. Yes, mach den Nocturne platt. On. Yes. Gutes Teamwork. Klingen ist natürlich auch cool. Ich werde schon die schon so nehmen. Ja, bin mir jetzt gerade noch nicht so 100% sicher, in welche Richtung das geht. Ach, schade. Was könnte ich denn gebrauchen? Schwert?
Komm, lass mich raus. Ja, diese zwei Scharfschützen hier in den Ecken, das würde ich ja auch gerne nochmal versuchen. Ob das wirklich so effizient ist, alle machen das irgendwie. Okay, und ich sag noch so, mal gucken, ob das effizient ist. Da habt ihr den Beweis. Oh, ich muss mich so zusammenreißen, nicht die Star Guardians zu nehmen. Ich habe jetzt natürlich auch immer noch nicht so viel, was Damage macht. Leider, leider. Ja, das ist ja auch so. Yo. Geht das wieder los hier? Oh, der Pfeil backt hier unten rum. Ich warte gerade noch so ein bisschen auf ein paar mehr Darkstar Champions. Dann können wir das mal ausprobieren. Okay. Probier das mal, ob das wirkt. Ja, ach so, ja, das müsste ja die Erstern sein, vielleicht.
Ey, wie viel hier hin und her gewechselt wird, hier wird sich echt nichts geschenkt, finde ich. Okay, wir haben ja schon am meisten jetzt Cybernetic auch. Hier nochmal. Ah ja. Drei Siege, immerhin. Trotz Planlosigkeit läuft's ganz okay. Ist dir das gerade passiert, Blackstalker, oder meintest du das jetzt wegen meinem Game vorher? Ah, oh, warte mal. Das ist schon sick. Also, so ein richtiger Comeback-Sieg ist immer nice. Ich kann nicht die ganze Zeit rerollen. Aber Motto bleibt ja, wir lassen das erstmal so. Krass! Ey, Glückwunsch! Das ist ja das Beste, was einem eigentlich passieren kann. Und wenn du dann noch gewonnen hast, wenigstens einer von uns beiden heute. Starkes Ding auf jeden Fall. Ja, manche Champs sind dann einfach übelst broken. Ja, aktuell geht's jetzt ja, wie man sieht. Hab auch schon Abstand hier ein bisschen vergrößert zu anderen Spielern. Aber erstmal gucken, ich will mich nicht zu früh freuen. Nachher wird's wieder nix. Ah, na super. Oh, ich hasse das. Ist jetzt natürlich super OP noch. Nein, warum hast du meine Siegesträhne kaputt gemacht? Why did you do this? Brauche noch ein bisschen Damage. Ja, Space Parrot mit Darkstar. Ich guck mal, wohin mich meine Frankenstein zusammengeschusterte Kombo hier bringt. Häuschen raus. Ich habe schon wieder viel zu viele Leute hier.
War klar, dass er sich die Kate krallt. Hoppala, was ist denn eigentlich mit meiner Musik passiert? Hey, Stones Bones! Good to see you again! Thanks for tuning back in with us today. But somehow you have the talent to tune in during my last rounds. But you didn't miss anything today. Wasn't having the best games. What happened with my hair? My hair's just back in a ponytail. So, or I haven't colored it in a while, so the sun always bleaches the hair color a bit, you know? If that's what you mean, I mean, I'm not exactly sure. Yeah, makes sense now. Okay, gut. Ja, der Tiber ist ganz, ganz lieb und kocht gerade Abendbrot. genau, damit wir gleich was essen können. Deswegen. Oh wow, oh wow. Oh, Grip. Okay, 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 okay. Das war lots of damage. Wen nehme ich mir? Just want the belt. Have you tried learning German before? If so, I'm very sorry for you. I imagine learning it is kind of unrewarding because you can't really speak it until you're on a good level. But what do I know? Music. Oh wow! You find Mandarin easier than German. That says quite a lot about German. I mean, okay, if you have to learn a whole new alphabet for Mandarin though, and I know what I'm talking about because I'm learning I have been learning Japanese for a long time. But Mandarin, respect. How long have you been studying now? Hallo. Oh, 9 months. Not super long, but long enough, I think, to lose motivation if it's not going well for you. Oh, jetzt hat er die Jenna da.
okay, whatever. I don't care. Ich will nur ein Item hier. Ein Cybernetic noch. Okay. German. Well, I don't know about Serbian as a language. Do you speak Serbian in Serbia? I hope so. If not, I'm looking very dumb right now. But I don't know the sound of the language, you know? But yes, German R is very hard. Not like English. Okay, wir können auf jeden Fall schon nicht mehr letzter werden, das ist doch schon gut. No, don't take my Zaya. Fuck. I for sure thought that I was going to win against him. Yes. Okay. I want one more cybernetic. Ah, too bad. Will noch vierte werden. Yes, I figured, but everything else was kind of, I mean, what am I saying? I don't really know much, but it wasn't really working out today anyways, so that's, yeah, okay. But I don't really care. Today was off altogether. Every round was kind of whack, so it is like this sometimes. I hope next time we'll get better, but I don't know. Actually, the rounds I played for myself were kind of okay. Also, my first ranked, I actually won, and today I just have been losing, but that's how it is. Yeah, I'm sure it will be better next time. I think I'm going to stream on Saturday as well. I think around early evening or later in the evening. So if you want to tune in again, I would be very happy. So yeah, right now I have to say goodbye. But thanks for visiting my stream again. Und danke auch an dich, Blackstalker, dass du heute auch wieder so fleißig zugeschaut hast. Yeah. Thanks, you too. Dann bis zum nächsten Mal. See you next time. Bye bye.